Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Undertale. Yay! Wir spielen heute wieder Undertale und hier ist eine Angel. Können wir die nehmen oder können wir die benutzen? Es ist eine Angel an dem Boden fixiert. Möchtest du sie einholen? Aber sicher, am Ende ist nur das Foto eines komischen Monsters angehängt. Ruf mich an, hier ist meine Nummer. Du entschließt dich, nicht anzurufen. Oh, ich wollte jetzt aber das Monster anrufen. Schade, dass die Möglichkeit im Spiel nicht gegeben wird. Kiste verwenden? Lol, hier gibt's Kisten. Machen wir mal alles rein. Karamellkuchen auch. Wir werden den sicher irgendwann noch brauchen. Oh, also, was ich dir über Andein erzählte. Alter, die Musik ist geil. Die drehen richtig durch, hm? So. Sans! Oh mein Gott, ist das ein Mensch? Und er sieht so vertraut aus. Ich denke, er sieht so vertraut aus, weil es ein Stein ist. Oh. Hey, was ist das vor dem Stein? Oh mein Gott, ist das ein Mensch? Ja. Oh mein Gott. Sans, ich habe es endlich geschafft. Andein wird, ich werde so beliebt. Mensch. Du wirst dieses Gebiet nicht durchqueren. Ich, der große Papyrus, werde dich aufhalten. Dann werde ich dich fangen. Du wirst in die Hauptstadt gebracht. Und dann bin ich mir nicht sicher, was als nächstes passiert. Wie auch immer. Geh nur weiter, wenn du dich traust. Yeah. Nun, das ist gut gegangen. Mach dir nichts draus, Kind. Ich halte meine Augenhöhlen offen. Na dann. Ich kann Augenhöhlen offen halten. Ist doch ein Knochen oder so. Was ist das hier? Oh mein Gott, Snowdrake fliegt herbei. Tat. Lachen. Du lachst Snowdrake aus, bevor er einen Witz erzählt. Über was lachst du? Ah. Oh mein Gott. Ach du Kacke. Scherzen. Du machst einen schlechten Witz über Eis. Aha, netter Versuch. Lachen. Über was lachst du? Ich weiß es doch selber nicht, Snowdrake. Fucking Snowdrake. Scherzen. Du machst einen schlechten Witz über Eis. Der ist schon alt. Oh mein Gott. Oh, war das knapp. Ach, scheiße. Gnade. Chillt mal. Der war scheiße. Der war noch schlechter als meine Eiswitze. Lachen. Du lachst über Snowdrakes Witz. Haha. Lachen. Vater hat Unrecht. Der hat einen Vater, der tut mir aber leid mit seinen Scheißwitzen. Du warst siegreich. 12 Gold erhalten. Keine Bewegung. Warum? Der Hund steht wohl auf Lack und Leder. Hat sich etwas bewegt? War das meine Einbildung? Ich kann nur Dinge sehen, die sich bewegen. Wenn sich etwas bewegt hat, zum Beispiel ein Mensch, stelle ich sicher, dass es sich nie mehr bewegen wird. Doch, es stellt sich dir in den Weg. Warum hat er Messer? Streicheln. Dogo kümmert sich zu sehr um deine Bewegung. Beweg dich nicht. Okay, ich mach mal nichts. Streicheln wir ihn nochmal? Du streichelst Dogo. Was? Ich wurde gestreichelt? Wie? War? Wo? War? Wo? War? Wes? War? Hä? Hä? Verschont! Du warst siegreich! 30 Gold erhalten! Etwas streichelte mich! Etwas, das sich nicht bewegte! Ich brauche erstmal ein paar Hundeleckerli! Hallo? Ist da jemand? Nein? Was ist das hier? Jemand hat Hundeleckerli geraucht. Geraucht. Stand da geraucht oder gebraucht? Geraucht. Wie kann man so Hundeknochen rauchen? Hey, ich habe eine sehr wichtige Information für dich. Mein Bruder hat eine sehr spezielle Attacke. Wenn du einen blauen Angriff siehst, beweg dich einfach nicht. Ich verrate dir, wie du es am besten merkst. Stell dir ein Stoppschild vor. Du müsstest davor anhalten, richtig? Stoppschilder sind rot. Stell dir einfach ein blaues Stoppschild vor. Einfach nicht wahr? Ja? Wenn du kämpfst, denke an blaue Stoppschilder. Warum war das letzte gelb? Da vorne ist ein Schild.
Norden Eis, Süden Eis, Westen Eis, Osten Stadt Snowden und Eis. Oh, was bist denn du? Hallo, ich bin ein Schneemann. Nein. Scheiße. Er hat mein komplettes Weltbild zerstört. Ich möchte die Welt sehen, doch ich kann mich nicht bewegen. Nein, ehrlich. Wenn du so freundlich wärst, Reisender, dann bitte ich dich. Nimm einen Teil von mir und trage ihn bei dir. Ja, ist okay. Danke, viel Glück. Du erhältst den Schneemann. Ein Teil des Schneemannes natürlich. Nicht den kompletten. Sonst hätten wir ihn ja mitgenommen. Wirklich zäh, dieser Mensch. Kenne ich diese Person? Weißt du etwa nicht, wen du kennst? Pff. Natürlich weiß ich, wen ich kenne. Ich wollte wissen, ob du weißt, ob ich kenne, wen ich kenne. Genauso wie ich weiß, wen ich kenne. Verstehst du? Alter, what the fuck? Oho, wenn man vom Teufel spricht, um dich aufzuhalten, haben mein Bruder und ich einige Rätsel erstellt. Ich denke, dieses wirst du ziemlich schockierend finden. Siehst du, das ist das unsichtbare elektrische Labyrinth. Alter, den Witz hat er gebracht mit dem Schockieren. Wenn du die Wände des Labyrinths berührst, wird dir diese Kugel einen Stromschlag verpassen. Hört sich das nicht nach Spaß an, denn der Spaß, den du haben wirst, wird eher klein sein, denke ich. Okay, du kannst jetzt weitergehen. Lol. Sans! Was hast du getan? Ich denke, der Mensch muss die Kugel halten. Oh, in Ordnung. Läuft jetzt den Weg ab? Halte das bitte. Wie er zurücksprintet. Okay, versuche es. Jetzt wissen wir eigentlich rein theoretisch schon... Alter. Wir können hier nicht weiter. Jetzt wissen wir rein theoretisch schon, wo er langgelaufen ist. Weil der Rest ist ja, geschlossen. Also das ist das Ziel des Labyrinthes. Unglaublich, du schlauer Fuchs. Du hast es so einfach gelöst. Zu einfach. Wie auch immer. Das nächste Rätsel wird nicht mehr so einfach sein. Mein Bruder Sans hat es gebaut. Du wirst sicherlich verwirrt sein. Ich bin es nämlich. Auch. Yeah. Ist er gerade Moonwalk zurück? Lol. Hey, ich danke dir. Mein Bruder scheint Spaß zu haben. Nebenbei bemerkt, hast du sein komisches Outfit gesehen? Wir haben es vor einigen Wochen für einen Kostümwettbewerb gebaut. Seitdem hat er nichts anderes getragen. Er nennt es seinen Kampfanzug. Oh Mann. Ist mein Bruder nicht cool? Lol, wer ist das? Ich verstehe nicht, warum es sich einfach nicht verkauft. Es ist das perfekte Wetter für etwas Kaltes. Oh, ein Kunde! Hallo, möchtest du ein wenig Nice Cream? Alter, der hat jetzt seine Eiscreme nicht Nice Cream genannt. Aber natürlich! Das kalte Vergnügen, das dein Herz erfreut. Jetzt nur 50 Gold. Hier, bitteschön. Einen schönen Tag noch, du hältst Nice Cream. Ich habe jetzt Nice Cream erhalten. Was ist das hier? Lol. Was können wir mit dem machen? Da oben steht Sans wieder. Ah, ist es, lol, das ist eine Art Golf. Kann ich das noch da reinschieben? Ich weiß nicht. Oh mein Gott! Hellblau, der Ball ist klein, darauf hast du gewartet. Und ihn dann so schnell versenkt. Du hältst 4 Gold. Wow. In diesem Schneehaufen ist eine Kamera. Lol. Warum ist da eine Kamera drin? Ich dachte mir, ich könnte auch etwas verkaufen. Willst du gebratenen Schnee? Nur 5 Gold. Kaufen. Sagte ich 5 Gold, ich meinte 50. Kaufen. Wirklich? Wie klingen 5000? 50.000, letztes Angebot. Was? Du hast nicht genug Geld? Hey, ist schon in Ordnung. Ich habe auch keinen Schnee. Oh. Was ist das hier? Ihres. Seines. Dufteinstufungen. Schneeduft, Schneemann, weiße Bewertung, kann gelb werden. Unverdächtiger Duft, Welpe, blaue Einstufung, Duft des Herumrollens. Komischer Duft, Mensch, grüne Einstufung, unbedingt vernichten. Lol, what the fuck? Sieht aus wie ein Schneeball. Tatsächlich ist es ein Schneedekaeder, alles klar. Ich weiß nicht, was ein Dekaeder ist. Mensch! Ich hoffe, du bist bereit für...
Ein Duell, nein. Sans, wo ist das Rätsel? Es liegt gleich dort auf dem Boden. Vertrau mir, er wird es niemals bewältigen können. Monster Kids Wortsuche. Ice, hey Kinder, könnt ihr mir bei der Lösung helfen? Winterskeletten. Ice, Spring, Sommer. Kann ich einfach weitergehen? Sans! Das hat gar nichts bewirkt. Ups. Ich wusste, ich hätte lieber einen Kreuzworträtsel nutzen sollen. Was? Ein Kreuzworträtsel? Ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Meiner Meinung nach sind Kinderwortsuchen am schwierigsten. Was? Ist das dein Ernst? Diese kinderleichte Spielerei? Das ist für Kleinkinder. Oh, unglaublich! Mensch, löse unsere Debatte. Was ist schwerer? Eindeutig Wortsuche. Eindeutig. Nein, eigentlich nicht. Haha, ja! Menschen müssen sehr schlau sein, wenn Kinder Wortsuchen für sie auch schwer sind. Yeah. Danke, dass du mit der Kinderwortsuche hat mein Bruder beruhigt. Gestern hat er versucht, das Horoskop zu lösen. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages einen Weg finden könnte, Spaghetti zu kochen, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Speichern. So, es ist eine Notiz von Papyrus. Mensch, bitte genieße diese Spaghetti. Du weißt ja gar nicht, dass das eine Falle ist. Nur um dich zu ködern. Du wirst so mit dem Essen beschäftigt sein, dass du keinen Fortschritt erzielst. Erneut ausgedrückt vom großen Papyrus. Yeah. Papyrus. Lol. Es ist ein Teller mit gefrorener Spaghetti. Er ist kalt und klebt am Tisch fest. Es ist ein eine ausgesteckte Mikrowelle. Alle Einstellungen zeigen Spaghetti. Lol. Lol, was haben wir hier? Niederer Hund erscheint. Streicheln. Du erhebst deine Hand und der niedere Hund ist begeistert. Hechel, hechel. Lol. Wir können ihn ja eigentlich nur streicheln. Du stupst den Hund an. Er ist bereits total begeistert. Hechel. Wieder geht es? Du streichelst den Hund. Er streckt seinen Kopf, um deine Hand zu erreichen. Hechel. Ach, scheiße. Jetzt hat er uns erwischt. Gnade. Du warst siegreich. 7 Gold erhalten. Was haben wir hier? Das wollte ich jetzt wissen. Lol. Es müsste hier sein, rein theoretisch. Im Schnee ist ein versteckter Schalter. Klick. Wisst ihr, das ist eigentlich eine kleine Karte? Wenn ihr jetzt hier guckt, wir sind hier und da ist der erste Baum und da vorne ist der zweite, genau. Nice. Mein Gott. Diese Stelle. Was ist denn das für ein Geruch? Woher kommt dieser Geruch? Wenn du ein Duft bist, identifiziere dich. Hier ist dieser Geruch. Ich möchte etwas ausschalten. Dich ausschalten. Hundebar greift an. Dog Amy. Herumrollen. Blip. Du rollst dich in Dreck und Schnee umher. Du riechst wie ein komischer Welpe. Nummer 2, Schnüffelmeister 98. Aber nur zweiter Platz. Blau war nicht bewegen, oder? Boah, war das knapp. Schnuppern. Die Hunde schnüffeln erneut an dir. Nach dem Herumrollen im Schnee riechst du in Ordnung. Was riecht nach... Bist du etwa ein kleiner Welpe? What the fuck? Oh mein Gott. Kann ich hier schon Gnade zeigen? Ich weiß nicht. Du rollst dich in Dreck und Schnee umher. Du riechst wie ein komischer Welpe. Nimm die Flöhe meiner Frau. Nicht wirklich. Oh mein Gott.
Tat. Doc Amy. Streicheln. Du streichelst Doc Amy. Wow, und das von einem Welpen. Hey, vergiss mich nicht. Alter, ist die Musik geil. So. Dog Eraser? Die streichen wir auch mal. Du streichelst Dog Eraser. Was ist mit mir? Ein Hund streichelt einen anderen Hund. Wow. Oh mein Gott. Gnade, verschont. Du warst siegreich. 0 XP und 40 Gold erhalten. Hunde können andere Hunde streicheln? Das ist eine völlig neue Welt. Danke, komisches Hündchen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt 15 Minuten erreicht und da ist Papyrus. Was? Wie konntest du meine Falle umgehen? Und viel wichtiger, ist doch etwas für mich übrig? Was erzählst du Papyrus über seine Spaghetti gegessen? Wirklich? Wowie! Noch nie zuvor hat jemand ein Essen von mir verschmeißt, das ich gekocht habe. Na gut, quäl dich nicht. Ich Meisterkoch Papyrus, werde dir all die Pasta kochen, die du möchtest. Yeah! Okay. Okay. Und ich würde sagen, nach diesem aufregenden Gespräch mit Papyrus, sehen wir uns im nächsten Part wieder und dann werden wir dieses Rätsel lösen. Ich freue mich drauf und würde mal sagen, tschüss und bis bald.